Oje, oje, jetzt liegt da der Bub. Ja, ich begrüße euch zum neuen Vlog. Wird sich da schon sehen können, dass da schon ein bisschen was liegt. Das ist mein Ladewagen. Das Ganze habe ich gestern nicht einmal ausgebaut, ohne Kamera, weil ich jetzt erst einmal auch schauen wollte, was da ist. Und zweitens habe ich leider einen vollen Akku vergessen da. Genau, also beim Einkaufen war es jetzt immer wieder so, dass wenn ein bisschen mehr Material gekommen ist, dass dann die Pickup-Stäblung ist, also quasi die Rutschkupplung durchgegangen ist. Das hat dann immer so schön klackert. Genau, und die haben wir jetzt einmal oben da. Da ist also so quasi so ein Getriebe, also da quasi so ein Großzahnradl drauf. Das geht dann auf ein kleines Zahnradl und heraus das nochmal ein Zahnradl. Das zeige ich euch aber alles. Die Teile habe ich jetzt gerade nicht da, weil die habe ich jetzt vorher zum Händler gebracht, der die bestellen kann, und die haben dann hoffentlich morgen da. Genau. Das glaube ich, sage ich am besten dann, ich glaube. Dann versteht sie es auch, wie ich das meine. Genau, und ja, dann geht es eben da auf eine Kette rauf, auf die da. Die habe ich diese auch schon einmal gekürzt. Und das treibt eben dann die Pickup da unten noch. Ja, und es war jetzt in letzter Zeit halt schon ziemlich nervig zum Einkaufen, weil du wirklich, besonders wenn es einmal geregnet hat und das Zeug ein bisschen schwerer war, eigentlich gar nicht zum Fahren gekommen bist. Das war halt schon, ja, anspruchsvolles Gemüt, sag ich mal, ne? Dass dich das einmal nicht aufregt. Genau, jetzt haben wir es eben zurück gehabt. Wir haben halt die Woche jetzt auch, ehrlich gesagt, Zeit dafür gehabt, dass wir es endlich mal machen. Letzte Woche war ja Feiertag und da wollte man es jetzt am Mittwoch nicht auseinandernehmen, wenn Donnerstag Feiertag ist, weil wir dann eben 2 Tage nicht eingrasen könnten. Genau. Geht jetzt heute auch nicht. Darum hat jetzt da der Marco seinen kleinen Ladewagen, den er mal geschenkt gekriegt hat, mal rausgezacht. Also, wenn das voll abhängig ist. Ja, das ist halt so ein bisschen so eine Spaßmaschine, sage ich mal. Wenn sie mal zum Heu oder Streien erfahren ist, haben wir die immer mal zu zweit gefahren. Das tun wir mal ganz lustig so. Genau. Ja, der ist eigentlich wirklich top in Schuss und jetzt müssen wir halt heute mal mit dem einkaufen. Das, ja, ist halt dann einmal so. Einerseits kann man wirklich froh sein, dass wir den dann auch noch haben. So, dann haben wir jetzt den nächsten Tag. Ich habe jetzt die Teile gekriegt. Jetzt zeige ich einmal das Ganze drum. Also, das ist quasi das Gehäuse. Da haben wir einmal ein großes Zahnradl herunter. Das kommt von der Welle raus. Und das geht dann auf das kleine Zahnradl. Das hockt da vorne drinnen. Und auf der Seite, ja, ich habe das gerade abgewaschen, das tropft noch ein bisschen, kommt dann eben das Zahnradl raus. Genau. Und das hockt da eben drauf. Da haben noch Kugeln. Die habe ich jetzt da mir selber gemacht. Ja, die ist da jetzt anscheinend eh schon mal geschweißt worden, habe ich jetzt gesehen. Macht mir jetzt aber nichts, hebt trotzdem. Genau, und jetzt habe ich das Ganze mal mit dem Bremsenreiniger selber gemacht. Jetzt legen wir das einmal da drauf aufs Tier hin, dass das ein bisschen abtöpfen kann. Das brauchen wir nämlich da noch nicht. Das ist der Hektar wieder. Genau. Genau, und dann haben wir eben da die Lage, die machen wir auch noch gleich neu, weil das eine oder andere auch noch das frische ist, wenn wir es eh schon offen haben. Da haben wir eben die neue Lage drin. Und die sind eben die Scheiben, das sind jetzt die alte, das sind so Tellerscheiben, nennt man die. Und ja, das mache ich jetzt zum Beispiel nicht ohne Kugeln, also da hocken nur die Kugeln drin halt quasi. Dann ist das da so drauf und dann kommt eben eine Scheibe so rein, die nächste so drauf und die nächste wieder umdreht drauf. Und das Ganze wird dann niedergespannt mit dem Kollegen da. Den muss ich auch noch ein bisschen bearbeiten, weil da ist noch so ein Spannstift drin. Auf der Seite werde ich ihn ausbauen müssen und da kann ich ihn durchschlagen. Den hat es auch mal abgeschert. Genau, und so schaut eben die Scheibe aus, die unten drin war. Also die ist mal mehrmals glatt durchbrochen, kann man sagen. Da ist nichts mehr zum Retten.
Und ja, neue Schrauben wird es auch noch gebraucht, weil die alten, die haben wir auch dementsprechend gescheit bearbeiten müssen. Genau. Das heißt quasi, die Feder drückt das nieder und falls jetzt zu viel Last war, darf eben die Feder nachgeben ein wenig und das kann drüber rutschen. Also ich darf es dann umheben und es kann drüber rutschen. So ist das Prinzip quasi. Die Kugeln lasse ich jetzt aber noch eine Zeit lang raus, weil die haben die Angewohnheit, dass sie gerne mal verschwunden. Genau. Jetzt machen wir erst einmal dieses. Bauen wir das soweit wieder zusammen. Beziehungsweise muss ich jetzt erst einmal das da rausbauen, wie gesagt. Ja. Der Zang, sollen wir Zeit drauf machen? Genau. Stell ich mal hier. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Normal nicht so lang. Genau. Ich hoffe gerade, dass ich da einen Spannstift habe. Die richtige Größe. So wie ich mein Lager kenne, habe ich auch gerade die Größe wieder nicht. Genau. Da haben eben die neuen Scheiben da drin. Die kommen von Echo, obwohl es Camperteile haben. Ja, habe mich jetzt auch ein bisschen verwundert. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammengehören schon mittlerweile. Genau. Dann stehe ich einmal da oben irgendwo hier. Wo seht ihr denn was? Ich hab's auch nicht gemeint. Eine coole Sache, wenn du das so siehst. Gut. Dann. Schutzbrille vergessen. Für was habe ich eine normale Brille, ne? Genau, jetzt sind die gleich lang. Der Händler hat nämlich auch gerade die Größe jetzt nicht gehabt. Mal schauen, wie ich den Bild dann irgendwann mal wieder rauskriegt. Aber das beschäftigt mich jetzt nicht. So. Da würde ich mal sagen, da mal die Lage reinmachen. Dann einmal zwei gleich großen. Sie heil ausstrahlen. Wir haben mal bei so ein paar kleine Flecken, die wir einmal im Jahr abmachen und dann ein Heil draus machen. So, das ist ein schöner Druck, oder? Mhm. Aber ist auch drin jetzt. Genau, da
gehört auf der Seite gehört dann noch ein Sägezahnring rein, beziehungsweise da gehen noch mehrere rein. Das machen wir aber dann erst bei der Wien hinten, weil das Ganze durch mehrere Sägeringe, so jetzt haben wir es, durch Sägeringe gehalten wird. Genau. Die zwei Sachen. Dann haben wir noch das mittlere Lager. Wichtig ist natürlich auch beim Lager, dass man auf den äußeren Ring hauptsächlich draufhaut. Wenn ich auf den inneren draufhaue, kann es zwar gehen, aber das Lager kann halt auch kaputt gehen. Jetzt haben wir den Kurs jetzt weiter reingeschlagen. Da. Weißt du, das Sägezahnring rein, der irgendwo da eigentlich flacken müsste. Da ist er. So. Der Sägezahnring da wieder drin hat. Da gibt es eben da auch, für die, die es jetzt nicht wissen, so spezielle Zangen. Die haben da oben quasi nochmal so extra Spitzen, sieht man das. Genau, und die gibt es in verschiedenen Größen und auch ein bisschen verschiedene Formen. Es gibt da abknickte und so weiter, je nachdem für welches Einsatzgebiet. Und ja, die hauen eigentlich super hin. So ein Sägezahnring fliegt in der Regel nicht raus. Dann haben wir hinten einen ziemlich großen, der gehört dann auch noch um. Das ist ein ganz schönes Biest, wenn du den raus tust, der springt. Also wenn man sowas vorhat, sollte man immer auch davon ausgehen, dass einem so ein Teil in die Fresse fliegen kann. So, jetzt habe ich einmal auf den Kopf genommen. Ich hoffe, ihr seht was. So, folgendes. Jetzt habe ich da das letzte Lager noch. Und wenn man sich das anschaut, sieht man gleich mal, da ist ein Nut drin und so ein fester Sägezahnring, sage ich jetzt mal. Genau, und überall habe ich ein Sicherlager. Der Witz ist, die haben dieselben Nummern. Fragt es mich nicht, warum. Genau, und das kann ich jetzt am Tag quasi nicht einbauen, weil ich kriege halt den Sägezahnring da nicht rein. Da ist da drin halt auch noch mal ein Nut. Da gehört dann, irgendwo flackt der wieder bestimmt, genau, da bin ich schon her, da gehört eben der Sägezahnring da rein. Genau, jetzt habe ich da beim Händler angegriffen und der bestellt mir jetzt einen neuen. Das heißt, ich kann es erst morgen fertig zusammenbauen. Jetzt da eben sagen, machen wir erst einmal die ganze Sache mit den Blattfedern, also mit den Tellerfedern. Genau. Ja, das da packen wir jetzt mit der Weile rein. Das kriegt er dann wieder. Ich darf irgendwo anders stehen. Genau. So, dann machen wir mit dem da weiter. Jetzt sind wir leicht einspannen. Da sind der Vorkorn. Und dann haben wir da die Kugeln. Damit da wieder reinsetzen. Sieht man auch schon, dass das schon ein paar Mal drüber gelaufen ist da. Ich hoffe einmal, das macht jetzt nicht weh aus. Jetzt ist das da ein bisschen. Steibig geworden. So. Genau. Dann gehört das da eben da so drauf. Dann da die Kugeln drin hat. Ich hoffe wirklich, ihr seht das. Das ist wie immer. Ich muss erklären und man sieht es nicht. Genau, und dann, wo habe ich es jetzt hier? Da haben die neuen Tellerfedern. Da machen wir jetzt alle drei neu. Ich meine, die eine, wie gesagt, eine Vasen,
Die da war jetzt zwar noch intakt, die da ist auch schon einmal durchgebrochen. Genau, aber ja, wie wir es schon haben, machen wir jetzt alle drei neu, weil der ist wie gesagt auch seit, ja, seit es den Ladebank mit gibt, drin hat. Und dementsprechend vielleicht auch schon ein bisschen mitgenommen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass man den dann da über durchhaut. Genau, zu viel, dass die da passen. Genau. Also die, kann man das sehen, also die haben leicht konisch, quasi, kann man sagen. Also leicht bung nach außen hin. Also, wie gesagt, für die, die es jetzt nicht so auskennen, man kann sagen, wie so ein UFO. Genau, und da gehört eben einer so einer, der wo eben nach außen die Kugeln abdruckt. Dann der zweite, der gehört dann andersrum rein. Ja, das ist eben aus dem Grund, dass falls jetzt da was blockieren wird und wir brauchen die Rutschkupplung, dass eben die, das Äußere quasi nach oben kann. Deswegen kommt der andersrum rein, aber dass er sich auch nicht, ja, dass er sich halt frei bewegen kann, so kann man es sagen. Wenn ich den jetzt so mit da rein da, dann hätte man zwar einen höheren Druck da drauf, aber dementsprechend auch ein höheres Risiko, dass man da irgendwas anders durchhaut. Das nächst Schwächere gibt dann eben noch. Genau, und die da gehört jetzt wieder so rum drauf. Ja. Das da gehört dann da rein. Das gehört dann festgeschraubt, da ist noch Sicherungsmutter. Mutter sage ich schon, Schramm. Senkkopf. Und da gehört eben dann noch der Spannstift rein. Da muss ich jetzt gerade mal schnell schauen. Irgendwo habe ich doch da mal einen gehabt. Die haben es gekriegt. Die habe ich extra mal für eine 844 geholt. Da muss ich dann nochmal schnell. Ja, die Werkstatt ist jetzt, wie gesagt, wieder in einem nicht so schönen Zustand. Ja, weil wir eben da jetzt die Tore, wie gesagt, gebaut haben, sieht es überall in Flakt Holz umeinander. Genau, also da haben wir noch so ein kleines alles mögliche Lager. Und da muss ich jetzt schauen, wie ich das pressen darf. Der ist auch noch zu locker. Ich hoffe, dass ich da einen richtigen da habe. Gut, dann lassen wir den jetzt mal so. Dann kommt, wo habe ich ihn jetzt wieder? Ja, da. Dann eben Springring. Der kommt da noch rein. So, dann bringen wir das Ganze da auf Spannung. Der Schraubstock, der lässt immer wieder ein bisschen nach. Den müssen wir auch mal tauschen. Weil er gar nicht so alt war. Gut, fest rutschen, aber nicht zu fest. So, und jetzt haben wir da eben noch die Senkkopfschraube, die gehört da noch einer. Da müssen wir jetzt aber da mit der Flex ein kleines bisschen was wegnehmen, da ich die eben reinbringe. Da ist die Schleifschirm drauf, Fächerschirm. So, und dann kommt ihr. Da rein. Genau. Die drehen wir auch nochmal gescheit an, weil die sichert quasi die Schrauben, dass die nicht locker werden kann. Zeigen wir jetzt auch nochmal gut an, aber nicht zu fest. So. Dann schauen wir da noch, ist der. Scheint fest drin nicht.
Schneiden wir den ganzen an. Gut. Genau. Dann ist das jetzt wieder fertig. Und normalerweise klackert da nichts mehr. Also, bevor wir das auseinandergenommen haben, habe ich, wie gesagt, leider nicht aufgenommen, tut mir leid, hat man das da leicht dran können. Und das geht jetzt aktuell nicht mehr. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich wieder viel mehr Druck drauf sein. Oder es müsste nicht, es muss. So muss man sagen. Genau. Ja, ich war ein bisschen verwundert, dass die Camper-Teile von Eco kommen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob die dieselben Teile benutzen oder wie auch immer. Genau. Das war jetzt soweit wieder zusammengebaut. Das lege ich mir jetzt wieder hinter. Und jetzt geht es eben nur noch um das eine Lager. Ist da ein bisschen locker drin. Ich habe schon ein bisschen Unwucht dabei gehabt. Genau, und dann kehrt eben das kleine Zahnrad. Kommt eben dann da rein. Das große kommt dann da rein. Sieht man eh schon, dass das da ein bisschen warm geworden ist einmal. Also ich schätze mal, dass da eben das eine Lager, das hätte schon lange mal tauscht gehört. Aber wie es halt eben so ist, da schaut man vielleicht nicht einmal gleich drauf auf die Lager, beziehungsweise die Lager, wo halt innen irgendwo verbaut haben. Wo man ganz ehrlich sagen, die schaut man halt meistens eher drauf, wenn es halt quietschen, so muss man sagen. Genau, dann kann man da eigentlich, also ich vermute mal, dass mal ein Fließfett drinnen war, da ist nämlich da noch so eine Dichtung, werde ich jetzt aber in dem Fall nicht rein tun, ich werde einfach ein ganz normales Fett rein tun, weil ein Fließfett, sobald das warm wird, wird das auch wie ein Öl, das kann er dann eben auch abhauen und ja, ich schätze jetzt mal nicht, dass es da in dem Fall jetzt unbedingt Sinn machen wird. Genau. Ja, dies kommt dann quasi da raus drauf. Auf die, mag ich jetzt dann ehrlich gesagt nicht reindrücken, weil erst die anderen Sachen alle rein mit damit. Das kommt eben da dann drauf und das treibt dann die Kette unten. Aber wie gesagt, das seht ihr alles noch. So, was mache ich jetzt dabei? Jetzt kann ich da wie gesagt nicht weitermachen, ich wollte ihn eigentlich halt fertig machen. Naja, das hilft ja nichts. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich wieder einen Stall weißeln. Weiter weißeln. Genau. Dann sehen wir uns hier morgen wieder, hoffe ich. Dass dann das Teil da ist. Genau.
Also, ich habe jetzt den wieder zusammengesetzt. Ein Teil, ich habe es eh gesehen jetzt gerade vorher. Genau, jetzt habe ich noch schnell Dichtmasse holen müssen. Das habe ich jetzt dann schnell nicht aufgenommen und den großen Sägezahnring da rein da müssen. Puh, das ist ein total tolles Teil. Die ist eine zum Teil, wirklich. Also da habe ich echt gar nichts dagegen. Na, ehrlich, der war jetzt wirklich nicht leicht, eine zu bringen. Genau. Ja, das Ganze gehört jetzt da noch angeschraubt. Einmal mit der Schramm, die. Genau, die ist. So, das wird da hinten drin gestickt. Und dann können wir das da wieder verschrauben. So, jetzt gerade mal Hand fest, du. Genau, dann haben wir da noch den Sägezahnring. Der gehört da noch rein. Und der letzte Sägezahnring, der gehört aufgespritzt. Und der gehört dann da noch auf. Schaut, da rennt nur den rutscht. Genau. Juffe, seht ihr das? Ich bin ja da mit den ganzen Kameraeinstellungen leider manchmal. Sieg ich erst, oder ja, sieg's leider oft erst einmal danach. Dass das vielleicht nicht ganz so super gelaufen ist. Genau. Ja, dann war das Getriebe jetzt wieder dran. Wie gesagt, da muss ich noch festzeigen, dann gehört die Kette rauf. Da habe ich mir jetzt dazu entschieden, dass ich da einfach nochmal schnell das Zahnrad laufen mache, weil wenn ich da jetzt die Ketten da rauffahre und beziehungsweise da jetzt Glitschnee aufmache, wenn ich da jetzt mit den Ketten so rauffahre und tue dann da umeinander, dann springt es wieder runter, dann habe ich auch nichts gewonnen. Da ist eh so ein Glied zum Aufmachen. Das werde ich jetzt noch schnell machen. Schau, schau. Was ist denn jetzt da? Genau. Dann kann man das da aufmachen mit so einer Feder. Dann geht das da runter. So, ich habe jetzt das da alles wieder so weit zusammengebaut. Die Ketten habe ich auch wieder hier da, die muss man dann noch wieder ein bisschen schmieren. Die ist jetzt, ja, da ein bisschen staubig. Genau, die ist also jetzt alles wieder schön fest. Das Zahnrad, das nackelt auch nicht mehr, eh klar. Lager haben alle neu geworden und eben die Tellerfedern, das habt ihr ja alles gesehen. Genau, so schaut das jetzt zusammengebaut im Endeffekt wieder aus. Jetzt werde ich ihn dann noch schnell ausprobieren und da mal noch ein bisschen Getriebe leider. Habe ich gerade noch mal nachgeschaut, da ist noch mal allzu viel drin. Genau, und dann kommt jemand, der braucht mal schnell für 2 Fuhr Heuern erfahren. Und ja, dann werden wir auf Nacht noch mal damit eingrasen. Dann haben die Viecher gerade noch Mais drin. Genau, und ich hoffe, dass die Reparatur jetzt auch gebracht hat. Ja, hoffen wir einfach, dass es passt, gell? Aber normal, müsste das schon passen. Also, davor habe ich ja das Zahnrad schon bald mit der Hand über die Kugeln drüber lassen können. Genau. Ja, dann werde ich jetzt den noch ganz kurz ausprobieren und dann sehen wir uns auf Nacht nochmal schnell zum Eingrasen. Und dann hoffe ich, dass er nicht mehr klackert. Genau. Dann bis später. Vielleicht nur ein kurzer Schnitt, wie immer.
jetzt fangen wir da wieder das Eigras an, weil die Luzerne, die ist uns schon zu hoch geworden jetzt. Ich hab auch nicht gemeint, dass die jetzt auf die letzten ein, zwei Jahre so brutal anschiebt, aber jetzt ist es wärmer geworden. Genau, die werden wir da beim nächsten Mal mitzulernen. Die hat ja 62 Hähne, das ist wirklich eine brutale Sache. Wenn sie einmal im Frühjahr abmaßen haben, Schröpfschnitt so quasi, da schiebt das Zeug also an, das ist so brutal. Und einmal im Jahr ist es fast am besten, wenn du es zum Blieren bringst, weil dann schiebt es auch wieder gescheit an. So, ja, ich bin ein bisschen durchgeschwitzt. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich war gerade eingerosen. Ja, aus Nummer ist jetzt der Bestand noch nicht so mächtig, aber das ist eigentlich fast drüber. Also, gescheit waren wir auf dem Kahn, muss man ganz ehrlich sagen, weil so langsam wie man da eben fährt beim Eingerosen, kommt auch kein gescheiter Luftzug zustande. Aber gut, so ist das nun mal. Die Kühe haben jetzt ein frisches Gras, jetzt haben sie wieder ein jüngeres Gras. Wie gesagt, die Luzerne ist fast jetzt schon zu alt, damit wir es eingrasen. Wie gesagt, die zieht halt brutal an, wenn man die da einmal im Frühjahr quasi abmacht. Danach zieht die so brutal an. Finde ich schon geil. Aber gut, genau. Die Ladewagen hat jetzt heute den ganzen Tag super hergehalten. Ich hoffe, das tut auch die nächsten Jahre jetzt wieder. Da hat er wie gesagt, jetzt sind heute für die Trocknung ein bisschen heu gefahren für den Bauern. Da hat sich den eben ausgeliehen gehabt. Genau. Man sieht auch, dass er leicht staubig ist. Das kommt von dem ganzen Heu. Das hat er zwar erst gestern auf Nacht gemacht, aber es war schon gut drucker. Genau. Ja, Rutschkupplung ist jetzt kein einziges Mal mehr gegangen seitdem. Und das wird jetzt dann so bleiben. Also, da meine ich, haben wir das schon gut gemacht. Genau. Getriebeöl habe ich auch noch eine da gehabt, weil ich das schon gesagt gehabt. Und ja, die Messer vom Mähwerk, die müssen wir demnächst einmal wieder schleifen. Fürs Eingrasen nehmen wir eigentlich so gut wie nie neue Messer. Wir nehmen eigentlich über die, die wir beim letzten Schnitt verwendet haben, und schleifen die halt immer wieder. Und beim nächsten Schnitt kommen halt dann, wenn nötig, neue Messer rein. Genau. Ja, jetzt müssen wir dann einmal die Tore einbauen. Dann kann der Frontlader endlich runter. Da ist nämlich wegen die Tore noch dran. Genau, da brauchen wir dann zwei Hebebühnen, die wir auch noch organisieren. Oder eine ist so gut wie organisiert.
wo wir gerade sagen, wenn wir es brauchen, aber die zweite brauchen wir immer. Genau. Sonst hat es jetzt eigentlich heute nicht mehr viel geriert. Ich habe mir das mit der Trocknung ein bisschen angeschaut, das habe ich auch noch nicht gesehen gehabt. Die ist relativ neu gebaut. Das ist erst, glaube ich, vor einem Monat fertiggestellt worden oder was. Genau. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder. Das war's dann mit dem Vlog. Wie gesagt, abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen und gerne einen Kommentar schreiben. Letztens hat zum Beispiel einer geschrieben, der Schalldämpfer vom 844 muss unbedingt bleiben. Und sowieso schon bleibt der noch ein Zettel, weil die sind so urteuer, die Originalen, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, da geht es jetzt nur ums Optische. Ja? Es geht rein nur ums Optische. Sonst geht er ja. 5G. Ja. Genau, dann, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Vlog. Servus.